lästig werden hier. So, der ist auf Max. So, dann machen wir den hier linke Seite. Haben wir die dicken Dinger. Wir werden den dann upgraden hier. Ich spare mal das ganze Geld und nehme nur dieses Upgrade, dass die ein bisschen mehr reinpfeffern. Dann werden wir hier einen Zauberer nehmen. Mit zurückwerfen, also die linke Seite. Wave 20 haben wir. So, ich brauche eine zweite Spike Factory. Zum Aktivieren. Ja, ist ungut, wenn das mitten im Match passiert, sowas. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Haben wir nur mal Glück gehabt, dass die die Website offensichtlich dann wieder hingekriegt haben. Warum auch immer, ich kann nicht sagen, warum es nicht gelaufen ist. Ja, müsste man Ninja Kiwi fragen. Ich weiß das leider nicht. Wave 22. Ja, jetzt kommen sie schon mit mehreren Routen. Zwei hintereinander ist aber auch kein Problem. Das läuft. Wave 23. Ich will jetzt einen zweiten zum Aktivieren langsam. Hammer, wunderbar. So, was ist mit dir? Den können wir auch noch upgraden hier, keine Schaden. Hat überall hier was zu mitmischen. Uns fehlt die Kohle schon ein bisschen, das ist das Problem. Ja, ich verkaufe den, Leute, das ist mir zu blöd. Dann nehmen wir lieber die Ninjas, die sind nämlich wirklich gut. Bringen mir mehr, so gesehen. So, ihr seid eh auf Max. Ja, ich bringe auch noch Max. Wave 25! Jetzt mangelt es mir schon ein bisschen an der Kohle. Machen wir Nummer 4. Ich will gerade mal hier ein schönes Plätzchen haben. Da war was frei. Drei Rode. Läuft wunderbar. Mal schauen. Ich glaube, da kommt ein Grüner. Da müssen wir irgendwie aufhalten. So, ich hau jetzt mal die Automatik raus, weil nämlich für die vorletzte Runde. Jetzt haben wir uns dann vorbereitet auf die letzte. Alter Falter, was kommt denn hier an? Holy shit! Ach du Scheiße, was bringt. Boah! Alter, das ist too much. Oh Gott. Ja, ich lege hier nach, was ich kann, aber ich habe kein Geld. Gefickt euch, Drecksblons. Ach, Mann. Und wer hat Schuld? Das sage ich euch. Dieser scheiß Reconnect. Weil ich habe nichts gesehen, konnte mich nicht gescheit vorbereiten. So ein Dreck. Ach, ist das miese. Naja, müssen wir nochmal versuchen. Das ist diesen Dreck hier kriegst du einfach nicht. Die schreiben sehr hart, das ist unplatzbar und nicht sehr hart. Was haben die bitte für ein Verständnis? Ehrlich jetzt. Total epic fail, sage ich nur. So, fangen wir nochmal an, die Scheiße hier. Boah, immer in der letzten, in der vorletzten sogar, glaube ich, war das. Extrem, einfach nur extrem. Wir brauchen mehr Ninjas, das ist alles. Mehr Ninjas und dann passt es. Und das werde ich jetzt auch machen, mehr Ninjas und der Rest kann kacken gehen, auf Deutsch gesagt. Das bringt es nämlich sonst nicht. Einfach unrentabel, die anderen Tower hier. Da bietet sich nur der Ninja an. Ja, den Eistower, den könnte man nur nehmen. Ja? Der ist wirklich, der wäre vielleicht nicht mehr so blöd. Das ist eine Idee, Leute, weil der macht nämlich die
alle kaputt. Dann werden wir hier hin. Hier hinten. Das ist eine Idee. So läuft es. Ja, es kommt viel rein, das ist aber nicht das Problem jetzt. Das geht schon, Leute. Wir bauen den ersten Ninja. Den hauen wir da rauf. Der eine Stahlbund ist kein Problem, den zerfetzt doch der da. Läuft wunderbar. So, jetzt haben wir zwei Shurikens hier. Haut hin. Machen wir die beiden hier. Dann mehr Spikes. So, da, die sind hier sozusagen gefangen und kommen nicht durch, das finde ich geil. Und dann, wenn wir das hier nehmen, dann zerreißt es alle die Pisser. Jawohl, die zerreißt jetzt alle, wunderbar. Alle Keramik, so kann man arbeiten. Dann nehmen wir die dicken Dinger. Vor den dicken Dingen nehmen wir das hier auf Max. Falls mein Boss hier andampfen, und ich glaube, das kommt jetzt bald. Das können wir auch nehmen. Ja, ist eine extrem schwierige Map. Bis 27, so geht's, aber dann wird's dreckig. So, jetzt nehmen wir eine Spike Factory zum Aktivieren. Kamouflage-Scheiß muss weg, sonst geht das nicht. Wir sind bei der B15. Oh, da wunderbar hin. Ja, zumindest bis jetzt. Ja, der Eistäuschen ist nicht so schlecht, der zerreißt die kleinen Pisse alle. So, aktivieren ist ready. Machen wir gleich ein zweites Mal, und zwar hier. Gut, der erste Ort reißt ja alle. Das ist wirklich cool hier.
Passt gut rein. Ich glaube, der ist die Lösung zum Win. Wolf 19 einmal. Und Wolf 20. Sehr schön, zweimal ready. So, jetzt sammeln wir ein bisschen Geld. Und wir nehmen noch auf jeden Fall die Ninjas. Wir hauen richtig gut rein. So, der ist auch schon voll, sehr schön. Dritter Ninja. Läuft dann wunderbar, Leute. Aber vorher ist auch wunderbar gelaufen. Dann hat es auf den Latz gegeben. Wolf 27 geht gerade noch und Wolf 8, 29 werden dann die pure Hölle. So war es vorher. So, wir haben den dritten Ninja jetzt fertig. Können wir hier noch was machen? Was ist das da? Ja, das brauchen wir nicht. Hier noch ein Ninja. Aber wisst ihr was? Ich nehme noch eine Spec Factory zum Aktivieren hier. So, Nonstop einmal raus. Und wo ich 26. Wave 27, Leute. Das wird jetzt spannend. Da kommt was. Aber die werden von diesem Meister super hier gefistet. Das ist extra nice. Wave 28. Wir müssen nur die Bosse hier loswerden. Den Rest macht hoffentlich der Meister. Jawohl, der Eistor hier, der macht's. Sonst hätten wir ein Riesenproblem. Wumm. So, nochmal rein da. So, haben wir jetzt genug Geld, dass wir den da machen? Leider nein. Aber geschafft, geschafft. Puh, nix ready aber. Wave 29, die letzte Wave. So, wir müssen nur die Bosse loswerden. Der Rest ist alles Verhandlungsbasis. Oh Gott. Jawohl, der zerreißt ja alle, sehr schön. So, Bosse loswerden, haben wir gesagt. Jawohl, Astor, du machst es. Oh, du musst mehr machen, Junge. Jawohl, wir sie zerreißt, wunderbar. Es dürfen nicht so viele da nach hinten. Vor allem die Bosse nicht. Ah, der zerreißt ja aber wunderbar. Ich leg hier schon mal nach. Boah, es geht sich aus, es geht sich aus. Die Strategie war richtig. Nice one. Boah, war das schwierig. Sind die blöd? Sehr schwer. Das ist unplatzbar gewesen, ey. Halleluja, ey. Jetzt haben wir aber gekriegt in den Arsch. Oder fast. So, was können wir da noch machen? Gebäudetechnisch nix. Upgrade-technisch auch nix. Wir haben alles. Wir können nur eine Windmühle machen, denn wir brauchen hier Saft. So, wo war das? Hier. Wie geht's der anderen? Die steht schon. Sehr schön. Das ist ein Level 2, das steht schon. Ja, die ist gleich fertig. Dann würde ich sagen, scheiß drauf. Zwei da bezahlen. Und upgraden.
So, haben wir das auch abgegradet, Leute. Wunderbar, jetzt gehen wir nochmal kassieren. Oh, das war eine sehr, sehr spannende Sache, wirklich. Also nicht easy. Nicht easy. Sehr, sehr hart. So, die Mucke rockt auch wieder. Hier haben wir auch zum Kassieren. Sehr schön. So, das war's dann. Haben wir hier genug Strom? Jo. Wie sieht's aus mit dem Contest-Territory? Der hat es hier. Und der schlägt uns. Wir müssen das einnehmen auf die Schnelle. Ja, das wird nicht leicht. Das wird nicht leicht. Was haben wir für einen Rekord vorher gemacht? Schauen wir mal. 42. Das muss ja gehen, Alter. Oh, versuchen wir es einmal. Bananenfarm ist nicht erlaubt, das ist schon mal scheiße, aber ja. Das geht schon, das geht schon. Dann werden wir den davor. Hier in die Mitte unser Ding hier. Wir schaffen das schon, Leute. Wir schaffen das. Nur keine Panik. Auf der Titanic. So, dann gehen wir den da hin. Da steht er gut, der versteckt sich richtig hier. Ich hau mal Nonstop rein, das geht schon. Geht ohne Probleme. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.